Die Welt verändert sich. Und wir ändern uns mit ihr. Und wenn wir stillstehen, gehen wir zurück. Wir müssen immer den Mut haben, etwas Neues zu beginnen. Die größte Gefahr geht heute nicht mehr von den Feinden aus, sondern von den Ängstlichen und Verzagten. Wir müssen uns von der Fixierung auf das Schicksal befreien und uns auf die Gestaltung unserer Zukunft konzentrieren. Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Es muss möglich sein, unterschiedliche Meinungen zu haben, ohne gleich als Nestbeschmutzer oder als Feind betrachtet zu werden. Die Kunst des Regierens ist es, herauszufinden, was das Volk will und ihm das dann zu verschaffen. Opposition ist Mist, aber auch Mist hat seine Funktion. Wir müssen heute das tun, was andere morgen nicht mehr können. Freiheit ist nicht nur Freiheit von etwas, sondern auch Freiheit zu etwas. Wir müssen ständig daran arbeiten, dass die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit gewahrt bleibt. Demokratie bedeutet, dass der Dumme dieselben Rechte hat wie der Kluge. Wir sind eine Gesellschaft des Denkens geworden. Das war früher nicht so. Das war eine Gesellschaft des Arbeitens. Der Staat sollte nicht in der Wirtschaft, sondern für die Wirtschaft da sein. Politik muss sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren.